Hallo und einen schönen guten Abend am Mittwoch. Ja, wir nähen wieder, wie jeden Mittwoch. Ich habe auch schon was Schönes vorbereitet. Alle, die den Sampler abonniert haben, haben heute Mittag auch schon eine E-Mail von mir bekommen. Hallo, da kommen die Ersten. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ach, wie schön. Ja, der schöne Mittwoch. Das freut mich immer so. Mitte der Woche, da ist irgendwie das Erste schon mal, das Aufregende schon erledigt, Montag, Dienstag. Und da kann man dann ja am Mittwoch so mal entspannt in den ruhigeren Teil der Woche starten. Hallo, liebe Kerstin, schönen guten Abend alle zusammen. Ja, ich habe auch schon ein bisschen was vorgeschnitten, weil der heutige Block ist nicht schwer zu nähen, ist ein absoluter Klassiker, einer meiner Lieblingsblöcke. Aber es ist ordentlich zu schneiden, ordentlich zu nähen und ordentlich zu bügeln. Wenn man das bei diesem Block nicht einhält, dann könnte es ein bisschen schief werden. Genau, es geht um den Log Cabin. Wer jetzt sagt, der ist langweilig? Nee, ein Log Cabin Block ist nicht langweilig. Und ein Log Cabin Block kann auch ein bisschen kompliziert sein. Weil bei einem Log Cabin, wie gesagt, muss man ordentlich arbeiten. Also das ist jetzt nicht, dass man hier mal so ein Müh irgendwo wegschießen kann. Das ist beim Log Cabin ja immer ein bisschen genauer zu arbeiten. Wir fangen doch einfach mal an. Das ist Block 45. Wir haben Woche 45. Es geht stramm dem Ende zu. Nur noch 7 Wochen. Ne? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Aber jetzt kommen die schönen, gemütlichen 7 letzten Wochen des Jahres. Wenn man gut vorgeplant hat, dann klappt das auch mit dem stressfreien Advent. Und ich hoffe, ihr alle habt euch auch schon mal über Geschenke Gedanken gemacht. Vielleicht kleine Täschchen oder schöne Kissen aus den Blöcken, dann wird der Advent ja ein wenig stressfreier. Weil man hat ja auch immer irgendwie, da ist ein Weihnachtsmarkttreffen oder hier ist noch irgendwelche Aufführungen von den Kindern oder dies oder jenes. Also da hat man schon irgendwie immer viel zu tun noch am Jahresende. Und an Weihnachten selber soll ja immer alles ganz schick und hübsch und zumindest bei mir, ich möchte da immer alles so aufgeräumt haben, so zum Jahresende. Genau, also da ja, bin ich heuer gut dabei, dass das ein stressfreies Jahresende wird. Genau, also 7 Wochen haben wir noch, 7 Blöcke haben wir noch. Der Log Cabin Block hat hier unten natürlich auch wieder seine Grafiken. Der Log Cabin Block wird immer gegen den Uhrzeigersinn genäht, also man fängt in der Mitte an. Ich weiß, jetzt ist es wahrscheinlich durch den Bildschirm seitenverkehrt, spiegelverkehrt, aber ihr arbeitet immer gegen den Uhrzeigersinn. Also wenn man es hier sieht, ich glaube, wartet mal. Ja, normalerweise müsste ich es jetzt anzeigen. Wir nähen hier oben, dann den hier drüben, dann den hier unten. Ne? Und dann, also so immer gegen den Uhrzeigersinn. Man kann aus Log Cabin ganz, ganz viele schöne Sachen machen. Ich habe in der Anleitung jetzt nur ein paar untergebracht, weil das würde überhand nehmen, wenn ich jetzt alle möglichen Sachen da machen würde, die mir so einfallen. Ich habe beschlossen, ich werde nächstes Jahr mal ein paar Quilts, also komplette Quilt-Anleitungen in verschiedenen Größen machen zu Log Cabins, weil da kann man auch wunderschöne Sterne draus machen, also komplette Quilts, die einen Stern darstellen, eben aus so Log Cabin Blöcken. Bis dazu muss man die auch teilweise in unterschiedlichen Farben nähen. Also dann kann man die nicht immer nur so nähen, sondern dann muss der Block auch teilweise einfarbig genäht werden oder eben mit wenig gemusterten Stoffen, wie jetzt zum Beispiel den hier. Sowas meine ich dann. Aber da habe ich mir gedacht, mache ich für nächstes Jahr mal was, weil wie ich den jetzt designt habe, diese ganzen Beispiele, habe ich mir gedacht, oh, und das noch und jenes noch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das würde jetzt die Anleitung sprengen, wenn da nur Beispielbilder wären. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar. Also das wäre so eine Möglichkeit, einen Quilt zu machen, wenn man diesen Block da einsetzt. Ihr seht, der Block ist das hier oben.
Das kann man eigentlich immer ganz gut erkennen mit dem weißen Mittelpunkt. Also es sind viele Blöcke hier drin. Man kann natürlich auch einen Tischläufer machen, der dann so wäre. Kommt ja auch immer drauf an, wie man es dreht. Man könnte natürlich das jetzt das Dunkle auch noch umdrehen, dass das hier die dunkle Seite ist. Dann gibt es immer so eine V-Form. Also deswegen sage ich, der Log Cabin Block ist sehr, sehr vielseitig und macht super viel Spaß. Ich finde das immer so Entspannungsnähen, wenn man diese ganzen Streifen mal vorgeschnitten hat. Dann sitzt man da und kann die da so durch die Nähmaschine laufen lassen und sich noch einen netten Film nebenher anmachen. Und dann ist das so ja, ein schönes Projekt, das eben so wächst und wächst. Und dann solche schönen Teile noch zutage bringen kann. Also wir haben hier einen, ja, das stellt dann eben diese Quadrate da, die auf der Spitze stehen. Hier in hell und hier in dunkel. Dann haben wir das hier, ja, die stehen alle gleich, ist nicht wie bei dem hier. Na, da sind sie dann immer gedreht, einmal die dunkle Seite unten und einmal die dunkle Seite von dem Block oben. Und deswegen gibt es dann so diagonale Linien. Wenn wir aber alle Blöcke gleich hinsetzen, dann gibt es hier so, ja, wie nennt man das, keine Ahnung, so ein Muster eben. Dann, das hier war einer meiner ersten Quills. Ich glaube, er wurde auch nur so breit. Es waren, glaube ich, nur zwei Reihen. Ja, das war einer meiner ersten, auch in dieser Farbe, in hellblau und dunkelblau. Und ja, da kann man so ein Zickzackmuster draus machen. Ne? Wie gesagt, immer wie man den hinlegt, da entsteht dann immer wieder was anderes. Als letztes Beispiel habe ich dann noch den hier. Das ist wie so eine Windmühle, ne? Wenn man die vier her sieht. Das sind dann praktisch viele, viele Windmühlen, die hier wehen. Genau, also wie gesagt, eine meiner Lieblingsblöcke. Ich habe ihn heute mitgebracht in den Maßen 20x20, 30x30 und 40x40 cm. Und in Inch gibt es ihn in 8, 12 und 16 Inch. Genau. Wie gesagt, er wird im Uhrzeigersinn genäht. Wir haben ein Mittelquadrat. Das ist vom Ursprung her auch immer rot. Das ist so der Ursprung. In der Anleitung habe ich es hier jetzt weiß. Deswegen, ich sage immer, man kann machen, was man will beim Patchwork. Ne? Hauptsache, man näht ordentlich. Aber wie man das zusammensetzt, ist ja dann immer von den Farben her, von den Mustern her, das bleibt einem selbst überlassen. Der Ursprung bedeutet, das Mittelquadrat soll den Herd darstellen, das Rote, das Feuer, und um dieses Feuer baut sich dann eben dieser Block auf. Das ist so ein bisschen eine kleine Geschichte um den Log Cabin. Wir fangen einfach eben mit dem Mittelquadrat an und dann kommt ein schmalerer Streifen obendrauf. Dafür nehme ich euch mal mit an die Nähmaschine. So, einmal und hier ist der zweite, dann muss ich hier mal erst noch einschalten. Genau, ich muss noch mal gucken, ich habe in 1 Inch zugeschnitten. Ne? Ich bin heute ein bisschen, nein, wir haben in Zentimetern zugeschnitten. Genau. Dementsprechend brauche ich nämlich den Fuß. Ich habe hier nämlich noch den Inch-Fuß drin. Der ist ein bisschen schmäler als der Zentimeter-Fuß. Und den Zentimeter-Fuß brauche ich dann hier bei dem hier. Deswegen muss ich dementsprechend, was ich auch zuschneide, auch den richtigen Fuß drin haben. Ja, also Zentimeter geht's los. Das Mittelquadrat nehmen. Wie gesagt, wirklich richtig zuschneiden. Für exaktes Zuschneiden empfehle ich wirklich diese Lineale von Creative Grids. Die haben wir im Shop. Und warum sind die besser wie andere? Weil man sieht es jetzt hier am besten, glaube ich, oder hier dann auch, ne? Das sieht man ja wie so milchig. Und dieses Milchige, das ist wie so eine raue Oberfläche. Ist jetzt nicht wie so ein, ja, wie so ein Schnörkelpapier, sondern ist schon ein bisschen sanfter zum Stoff. Aber die sind hier an der ganzen,
die sind hier runterwärts, die sind nochmal hier runterwärts. Das ist jetzt ein Lineal 31,5 mal 16,5, glaube ich. Ja, genau. Und da ist es eben dreimal über die Fläche mit diesen Punkten und dann an dem ganzen äußeren Rand immer so ein halber Zentimeter nochmal die Seiten außenrum auch nochmal so eine leicht raue Stelle dann immer oder hier komplett eben durch. Und das ist eben diese, ja, das hält das Lineal auf dem Stoff. Und dann rutscht nichts beim Schneiden. Das ist wirklich phänomenal. Also solange ihr das eben nicht die Hand drauflegt und draufdrückt zum Schneiden, ist es noch locker zum Verschieben. Und sobald ihr aber leicht Druck ausübt, dass ihr da eben dann mit dem Rollschneider hier oben lang schneiden könnt, dann liegt dieses Lineal wirklich ganz fest auf dem Stoff. Beschädigt den Stoff auch auf keinste Weise durch diese Punkte. Also wirklich nicht. Aber es rutscht keineswegs. Mein Mann hat sich heute auch ein starkes erkämpft, weil der schneidet gerade für einen Adventskalender Stoffe und hat sich eben ein Lineal von Creative Grids im Laden gewünscht, weil wir haben immer noch im Laden die alten Lineale von Omnigrid. Die sind auch gut, nichts dagegen, aber die, da habe ich noch welche liegen. Das ist jetzt ein Inch, aber das ist ja egal. Ne, die sind auch gut, aber die haben eben hier kein Anti-Rutsch dahinter. Und deswegen, der hat jetzt ganz, ganz viele Stoffe heute schneiden müssen. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter. Ich glaube, naja, ich weiß es gar nicht. Um die 1000 werden es gewesen sein. Und da hat er sich eben so ein Lineal gewünscht und irgendwann habe ich halt mal nachgegeben. Deswegen haben wir im Laden jetzt auch so eins im Gebrauch und das alte Omnigrid darf in Rente gehen. Da sieht man auch schon die Zahlen nicht mehr so richtig. Genau, also zum Schneiden sind die wirklich gut. Die haben wir im Shop, wenn ihr mal gucken möchtet. Dann ist nämlich der Log Cabin Block. Da, ja, da rutscht nichts, da kann man wirklich dann komplett exakt zuschneiden. Und ja, ihr kriegt einen schönen Log Cabin Block schon mal wegen dem Zuschneiden hin. Das zweite ist, ihr müsst gut nähen. Beim Log Cabin ist es auch so, normalerweise näht man ja hier am Füßchen entlang. Es heißt ja immer Füßchen breit und Füßchen breit bedeutet, du nähst hier an der Kante entlang. Also du suchst dir keine sonstige Markierung, sondern du nähst an der Kante entlang. Dann gibt es aber auch noch so die Art, dass man bei manchen Blöcken so leicht reinversetzt näht. Also nicht genau an der Kante, sondern so ein Müh weiter nach innen Richtung Nadel. Das ist dann, wenn diese Blöcke viele Nähte haben, ist es geeignet. Und da kann man eben bei den Log Cabin Blöcken, kann man sich so ein Müh reinversetzen Richtung Nadel, dass die Nahtzugabe leicht kleiner wird. Also nicht viel, sondern wirklich bloß ein Müh. Aber dieses Müh ermöglicht am Schluss, dass der Block am Ende trotz dieser Bügeln, weil durchs Bügeln tut man ja die Naht auch noch immer ein bisschen dann verringern den Abstand, weil ja dann diese Wulst noch da ist. Oder auch wenn man es auseinanderbügelt, die Naht, dann ist trotzdem immer ja so ein Müh eben weniger. Und wenn wir jetzt aber die ganz vielen Nähte haben bei dem Log Cabin, na, da haben wir ja hier diese ganz vielen, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nähte rüberwärts und runterwärts. Und da kann es dann wirklich, wenn wir bei jedem hier ein bisschen umbügeln und hier ein Müh und hier ein Müh und hier ein Müh, haben wir dann am Schluss vielleicht 0,25 weniger. Und so wird der Block halt immer kleiner und kleiner. Und wir wollen ja schauen, dass wir am Ende immer noch die gleiche Größe haben, wie die, die wir uns ausgerechnet haben. Und deswegen nähe ich hier jetzt minimal reinversetzt. Also nicht genau am Füßchenrand, sondern minimal reinversetzt Richtung Nadel hin. Ne? Dass meine Nahtzugabe ein Müh kleiner ist. Das fällt mit dem Auge nicht auf, das fällt aber dann beim Bügeln auf. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mein Bügeleisen schon eingesteckt. Nix war's. Habe ich das falsche eingesteckt? Nein.
alles möglich bei mir. So, also ich habe jetzt den ersten hier oben angenäht. Und wie gesagt, um ein Müh kleiner. Und ich tue beim Log Cabin auch gerne mal die Nähte auseinanderbügeln, weil, wie gesagt, das gibt dann keine Wulst hier. Wenn ich jetzt die Nahtzugabe unter den oder unter den gebügelt hätte, gäbe es hier so eine minimale Erhöhung. Und die nimmt uns auch schon wieder einen Teil von unserer Länge. Also da ist schon wieder ein Müh weniger. Und wenn man beim Log Cabin die Nähte auseinanderbügelt, also so aufklappt, dann wird der Block auch noch ein Ticken schöner. Aber das ist jetzt wirklich bloß ein Vorschlag für ein Log Cabin, sonst muss man die Nähte nicht unbedingt auseinanderbügeln. Ne? Aber wie gesagt, das mache ich halt beim Log Cabin gern. Jetzt haben wir den oben angenäht. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, ne, dass ich da Blödsinn mache. Das ist mein dunklerer Stoff, ne? Also bei mir ist der hellrosane schon der dunklere, weil mein heller ist wirklich die Helligkeit, das ist der weiße. So, also wir haben jetzt den hier und da muss ich jetzt den hier an die Seite annähen, weil wir nähen gegen den Uhrzeigersinn. Ich weiß es jetzt nicht, wie es erscheint, es könnte sein, dass es bei euch ein bisschen verkehrt herum erscheint. Ich weiß auch, manche meinen immer, ich bin Linkshänder. Nein, das ist bloß der Bildschirm. So, und ich setze wieder das Füßchen einen Ticken reinversetzt. Also nicht zu viel, nur ganz leicht. So, dann haben wir die zwei. Dann die Nähte wieder so aufklappen. Wenn ihr irgendwas habt, außer Fingernägel, weil viel nähen und viel in den Nähten rumratschen mit den Fingernägeln, das ist auch nicht so gut für die Fingernägel, habe ich festgestellt. So schaut er jetzt aus. Jetzt kommen hier an die anderen Teile die hellen Sachen dran. Na, also da kommt jetzt unten der helle dran. Das macht ihr aber so, wie ihr das möchtet, eben nach eurer Zeichnung, die ihr vielleicht ausgemalt habt. Fäden auch immer gleich abschneiden, weil das Schlimme bei dem Log Cabin ist ja dann auch, dass man so viele Nähte hat. Und viele Nähte heißt viele Fäden. Hier ist es auch praktisch, dass ich hier mein Bügelrollcontainer neben mir habe, meine kleine Bügelstation. So rum. Wie gesagt, man kann es mit einem Stab oder was auskratzen, mit einem Nahtroller kann man es ausrollen. Aber ich bin hier ganz gut mit meiner Bügelstation. Jetzt haben wir ihn so und nähen den nächsten hellen Streifen an. Wer sich unsicher ist, kann auch gerne Nadeln einstecken, senkrecht. Dann kann man auch drüber nähen. So. Ja, und so ein Log Cabin ist auch mal gut vielleicht für Resteverwertung, weil man hat ja im Normalfall hier nur zwei Sachen, die zusammenpassen müssen. Also hier so ein Eck. Und da kann man dann auch gerne mal ein paar Reste verwerten. So, er wächst. Mein kleiner Log Cabin.
Jetzt haben wir hier oben den nächsten dunklen anzunähen. Ich habe hier wieder die Stoffe von Editha Sita, dieses Strawberry and Cream. Das ist aber die Serie, die ist schon langsam leer. Nicht, weil ich die dauernd leer kaufe. sondern weil die auch schon ein bisschen da ist. Es gibt schon wieder eine Nachfolgeserie in Rot. Und deswegen ist von dem Roten nicht mehr so viel da. Aber Editha Sita macht ja immer wieder schöne Serien. Ich habe auch schon die nächsten beiden Serien bestellt. Das eine ist Sewing Basket und das andere weiß ich gar nicht. Habe ich vergessen. Aber sie hat schon wieder zwei neue Serien in der Pipeline. Ich werde auch schauen, vielleicht kriege ich es diese Woche hin, dass ich mal eine Kategorie mache mit den Stoffen, die ich bestellt habe, dass man das sehen kann, was noch kommt. Also ich bin mit den Bestellungen schon wieder durch bis April, glaube ich. Und werde auch schon langsam wieder mich an die Weihnachtsstoffe 2024 machen. Die sind nämlich auch schon wieder da. Also, ne? Vor Weihnachten ist schon wieder Weihnachten fürs nächste Jahr. Ja, die Stoffe wollen immer früh vorbestellt sein. Aber da werde ich, wie gesagt, euch mal eine Kategorie machen. Auch für die, die es vorbestellen möchten, werde ich es eingeben, dass man es vorbestellen kann. Und für die, die bloß sehen wollen, was demnächst noch so kommt, ist es dann auch eine gute Möglichkeit. So, er wächst. Jetzt haben wir zwei dunkle, einen hellen, also geht es jetzt mit hell weiter. Ich habe auch schon wieder Stoffe von Juicy Juice geordert. Das ist ja von dem Sampler hier die andere Farbvariante, die ich nähe. Ich nähe den ja nicht nur in den Stoffen von Editha Sita hier, sondern auch in den Stoffen von Juicy Juice. Und da gibt es auch schon wieder eine neue Serie. Und dann habe ich noch von Lips Elliott was Neues was Neues bestellt. Das kommt alles dann ab Januar. Dann geht es wieder rund. Rund, bunt, weil das wird richtig knallig bunt. Das von Lips Elliott und von Juicy Juice. Und Editha Sita ist wieder dieses verspielte, romantische. Das Schöne mit den Blumen. Ich mag ja beides. Einmal romantisch und dann eben so ein bisschen knalliger. Und wenn man die Nähte auseinanderbügelt, muss man halt auch immer gucken, dass die dann, wenn man den Block dann immer so hinlegt unter die Nähmaschine, dass die dann auch auseinander bleiben, weil die klappen sich dann gerne mal wieder zurück. Da muss man dann immer noch mal drauf achten, dass die geklappt bleiben. So. Er wächst. Nee, er gehört so rum. Da ist oben, ne? Immer da, wo das Teilchen genauso groß ist wie der Block, da ist oben. Das nächste ist wieder was Dunkles. Und ich sage ja, das ist so Entspannungsnähen. Man kann, wenn man mehrere Blöcke näht, auch anfangen und sagen, ich nehme die Mittelteile und nähe immer die hier oben dran, so der Reihe nach durch.
Ja, wie man sonst auch so immer machen, wenn man so ja, Chain Piecing, also so an der Kette, das langlaufen lassen durch die Nähmaschine, einfach am Faden hängen lassen. Einfach die beiden, dann alle Teile auseinanderbügeln, dann das nächste Teil immer annähen. Also das ist wirklich dann wie Fließbandarbeit oder Fließbandnähen, aber das ist ja schöne Fließbandarbeit, ne? Also das macht ja richtig Freude. Und wenn man mal hier so wie ich ein bisschen quatscht oder es hinlegt und dann sich denkt, hoch, wo nähe ich denn den nächsten an? Das ist auch immer so ein guter Tipp da. Das heißt ja Lock Cabin, also wir locken ja irgendwas. Das sind zwei Nähte und an allen anderen ist immer nur eine Naht. Und immer da, wo zwei sind, kommt der nächste hin. Ne? Also das ist auch mal so ein guter Anhaltspunkt, wenn man nicht mehr weiter weiß. Schön auseinander. Und der nächste dunkle. Ich bin ja mal gespannt. Morgen ist der Laden wieder offen. Das ist immer so, wir werkeln die ganze Woche, so Montag, Dienstag, Mittwoch, so im Laden vor uns hin. Und stellen dann Mittwochnachmittag fest, wir sollten mal aufräumen, weil da stellen wir halt dann hier die Kisten hin, die geliefert werden und hier dies und hier jenes, weil ja eh keiner kommt, weil ja zu ist. Und dann stellen wir Mittwochnachmittags immer fest, wir sollten mal aufräumen. Und ja, diese Woche sind ein paar Gurtbänder gekommen. Wir haben ja dieses Baumwollgurtband in 3 cm Breite. Ein sehr schönes Gurtband. Also ich mag Baumwolle, ich mag Polyester nicht so. Deswegen haben wir nur Baumwollgurtband. Und wir haben natürlich dieses Vlies, das Buntfix. Wer es nicht kennt, wartet. Wer es nicht kennt, das ist das Buntfix. Das bügelt man auf, das hat eine Klebeschicht. Und dann knickt man das einfach, knick, knick und knick und hat näht dann hier runter. Und ich nähe zur Deko auch immer auf der anderen Seite nochmal runter. Und schwupp hat man ein ja, Gurtband. Ne? Also früher war es für den Rock gedacht, ne? So wie hier. Das ist, normalerweise hat man früher das so gemacht, man hat es hier eingeschlagen. Damit die Nähte sauber sind, hat dann das so genommen und hat hier zwischen den Rock geschoben, ne? Hier zwischen den Rock, hat es dann festgehalten und dann drüber genäht und deswegen heißt es auch Buntfix, weil eben das der Rock bunt dann war und ja, schnell genäht wurde. Aber wie gesagt, wir haben es zweckentfremdet als Gurtband, haben wir dann in 3 und in 3,5. Das ist die einzige Ausnahme, wo ich eine andere Breite habe für Henkel und Taschengurtbänder eben. So, hier wird schön. Ich liebe Lock Cabin. Die werden immer so, so toll. Ja. So, wo geht's weiter? Hier oben. Ne, wie gesagt, immer gucken. Hilfe, so rum. Immer gucken, wo sind zwei Nähte und da geht's dann weiter. Moment sind auch von den Linnen ein paar Stoffe leer. Die sind aber auch nachbestellt. Die sollten nächste Woche wieder kommen. Ich glaube, also am 27. Wann ist denn der 27.?
Nee, ich glaube, übernächste ist der 27. Genau. Und ja, natürlich, wir packen den Adventskalender. Ich weiß, einige haben leider den Adventskalender verpasst. Und ich habe jetzt auch wirklich keinen mehr. Außer es, ja, weiß ich nicht. Außer wir haben uns irgendwie komplett verzählt oder es passiert noch irgendwas, dass einer dann doch nicht seinen Adventskalender bezahlt. Weil es sind noch ein paar offen. Aber es sind leider sonst alle weg. Dann erst wieder nächstes Jahr. Und ja, da packen wir gerade Tüten. Mein Mann hat sich schon beschwert, dass er immer die Sachen bekommt, die schlimmer einzupacken sind, wo man dann erst noch falten muss und dies machen muss und jenes machen muss. Ja, Zufall. Ich mache das nicht extra. Ich habe dafür gestern ganz oft bis 20 gezählt. Weil im Adventskalender sind ein paar Sachen, die müssen abgezählt werden. Ja, da habe ich, weiß ich gar nicht, wie oft, ganz, ganz oft, bis 20 gezählt. Aber ich bin auch noch nicht durch mit dem Tütchen. Es dauert immer ein bisschen. So war es das jetzt schon. Ich glaube, ich bin fertig. Huch, ich sag ja, bei dem Blog geht immer die Zeit auch so schnell rum, weil er so viel Spaß macht. Da müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr einen Quilt nähen. Aber hallo. Nee, wie gesagt, ich habe schon so einen schönen Stern. Ich habe auch irgendwo mal in irgendeinem Buch, das werde ich auch mal suchen, einen Elch aus Log Cabin. Da wurde echt aus diesen Log Cabin-Teilen wurde ein Elch gemacht. Ich weiß nicht mehr wie, aber es wurde dargestellt. So, wie rum gehört er? So rum gehört er. Da ist er. Ich finde ihn sehr schön. Genau. Und ihr müsst halt bei der Art von Block, wie wir den jetzt halt in der Anleitung haben, müsst ihr immer gucken, dass ihr eine Seite hell, dunkel habt und eine Seite hell habt, damit das auch wirklich sich unterscheidet. Deswegen habe ich hier auch den hellsten in die Mitte, weil wenn ich den hier außen hin gemacht hätte, dann wäre er zu ähnlich zu dem hier. Und ja, dann hätte es diese Farbgebung nicht gegeben. Aber ich hatte jetzt von der Farbstärke nicht mehr so irgendwas Dunkleres als das hier. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, setze ich ihn in die Mitte, dann kann er auch bei den Dunklen dabei sein. Genau. Also, da ist er, der Log Cabin Block. Wie gesagt, ihr müsst nur ordentlich zuschneiden, ordentlich nähen mit minimal weniger. Also wir haben ja normalerweise 0,75. Dann macht so ungefähr 0,74 oder 0,73. Ja, also minimal reinrutschen, aber wirklich bloß ganz wenig. Und dann klappt es auch mit der Größe, weil wir haben hier hinten ja so viele Nähte, weil wenn ihr die jetzt nicht auseinanderbügelt, sondern umbügelt, dann rutscht da noch mehr Stoff eben unter die Nahtzugabe und dann ja, kann es ein bisschen eng werden am Schluss mit der Endgröße. Genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Blog. Ihr habt die Anleitung im Shop. Wer noch möchte, den Sampler gibt es immer noch zu bestellen. Das wird sich auch nicht ändern. Den wird es auch nächstes Jahr noch mit 52 Blöcken zu bestellen geben. Also den werde ich nicht aus dem Shop nehmen. Aber wer noch Lust hat, jetzt sofort einzusteigen, der kriegt alle Blöcke, die wir bis jetzt genäht haben. Und dann eben die nächsten 7 Stück jeden Mittwoch noch. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr für Projekte anstehen. Wie gesagt, ich plane schon kräftig für nächstes Jahr. Freue mich, wenn wir dann ja, auch mal was anderes nähen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz schönen Abend. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ganz viel Spaß mit dem Log Cabin Blog. Und vielleicht sehen wir uns ja die Woche noch irgendwann im Laden. Oder ich lese von euch irgendeine Mail, eine Bestellung. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne restliche Herbstzeit bis dahin. Und genau, wir sehen uns. Dankeschön. Tschüss.